Haben Sie alles besorgt, was ich Ihnen gesagt habe? Einmal Ihre Kopilova-Glatte und die Ergebnisse der Tennis-Saison 2028. Wenn das Ganze vorbei ist, dann haben Sie sich eine Auszeit verdient. Wer gewann das dritte Spiel? Schon in Ordnung, Boss. Taylor Cassidy gewinnt den letzten Satz mit 6-4. Dieser Junge ist ein Champ. Hätte nicht gedacht, dass der alte Swinston ihn noch schlägt. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. 1,46. Pure Präzision ist das oberste Gebot in unserer Branche. Ich weiß, Boss. Wir könnten jeglichen Unsinn anstellen. Und wir halten uns mit diesem dämlichen Reaktor umgelaufen. Warum liegt denn der nichts an unserem Auftrag, Boss? Nun, um es einfach zu sagen. Verdammte Scheiße! Scheiße! Okay. Dann fangen wir eben wieder von vorne an. Boss, ich verspreche Ihnen, ich hole Sie da wieder raus. Ich finde die Ursache. Ich lasse hier nicht ewig zu. Alles besorgt, was ich gesagt habe. Natürlich, hier ein Kaffee und Taylor Cassidy gewinnt den letzten Satz mit 6-4, wie immer. Dieser Junge ist einfach ein Champ. Boss, es hat einfach wieder nicht funktioniert. Haben wir noch irgendeine Option, um dem Ganzen endlich ein Ende zu setzen? Vielleicht sollten Sie einfach wie ich das Signal abwarten. Wie oft bin ich bereits gestorben? So oft. Wieso hat Ihnen das Institut während eines Zeitsprungs die Lizenz entzogen? Das Institut hat wohl bereits, bevor wir diesen Auftrag angenommen haben, herausgefunden, dass ich derjenige bin, der für das Reaktorunglück verantwortlich ist. Ich weiß noch nicht, warum Sie einen Anfänger wie dich damit reingezogen haben. Wieso haben Sie den Vorfall damals nicht dem Institut gemeldet? Das Unglück war für mich die einzige Option, meinen Auftrag zu erledigen. Und zwar die Geburt einer gefährlichen Person zu verhindern. Die stellt es Ihnen nachher als Irrtum heraus. Wir beide wissen, dass Fehler in dieser Branche inakzeptabel sind. Sie haben jetzt genug Erfahrung gesammelt, um zu verstehen, was der nächste Schritt ist. Was wollen Sie mir damit sagen? Sie wissen, was das für Sie bedeutet. Sie müssen mich in Ihre Pläne nicht mehr mit einbeziehen. Ich bin raus! Sie reisen jetzt zurück und töten diesen Mann. Und Sie haben womöglich noch die Chance, aus diesem Albtraum zu entkommen. Wenn Sie das nächste Mal diese Treppe hinunterkommen und ich nicht mehr da bin und nach 2 Minuten kein Alarm ertönt, dann haben Sie es geschafft, Clark. Dann melden Sie alles dem Institut. Sind Sie sicher, Boss? Wir haben den Punkt, an dem es einen Hauch von Sicherheit gab, längst überschritten. Machen Sie das Beste aus Ihrem Versuch. Taylor Cassidy gewinnt den letzten Satz mit 6-4. Damit ist dieser Junge mein offiziell unser neuer Champ.